euch, Leute. Ja, ich bin wieder da und ja, ich war in letzter Zeit ziemlich faul. Denn es lag einfach nur an mir, dass ich keine Langform-Videos mehr gemacht habe oder auf Shorts besser gesagt reagiert habe. Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Lasst gerne ein Like da. Wir starten rein. Let's go. Links, unten, unten. Okay, super rare. Links, rechts. Ich habe die letzte Zeit auch ein paar Eier aufgemacht bei Brawl Stars. Ich werde das heute Nacht wieder streamen. Unten, schaut unten, gerne vorbei. Links, rechts, unten, unten. Oh mein Gott! Oh, episch, oh, okay, episch. Okay. Wird er hier legendär bekommen? Das ist die Frage. Ruhe. Epic, unten, unten, oben. Oh mein Gott, das ist schwierig. Warte, ich muss das jetzt... Warte, unten, unten, oben. Das muss ich dann auch probieren. Ich mache heute auch ein paar Eier auf. Unten, unten, oben. Rechts, komm. Unten. Rechts, unten. Es funktioniert wirklich! Der hat mythisch! Ich könnte nur noch kotzen, Digga. Was ist denn jetzt los? Ich hab doch schon dreimal rechts, legendär. Oben im Stream. Ich muss das ablesen. Wenn jetzt legendär rauskommt, dann rast ich aus. Rechts, ich auch. Rechts, ich rast mit dir oben, aus. Oben, unten, links, links. Die Kombo funktioniert nicht, oder? Oder kommt jetzt noch legendär? Es ist nur mythisch geworden. Aber shit, was kommt jetzt? Neuer Bibi, ist das gut? Ist Bibi wirklich ein guter Skin? Ich weiß es nicht. Skin Bibi. Oh, das ist die mit dem Baseballschläger. Ist okay. Ist okay. Für mythisch, aber nicht schlecht. Oh, eine Sternschnuppe. Wünsch dir was. Ich wünsche mir, dass alle Probleme meiner Eltern sich einfach in Luft auflösen. Ich weiß gar nicht, was für Probleme meine Eltern haben. Okay. Moment mal. Stopp! Verkackt? Was wünscht ihr euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich wünschte, ich könnte diesen Mann heiraten. Er hat meinen Traumtisch gebaut. Ein Iced Coffee Tisch. Bauen wir auch. So unnötig. Eine Verschwendung. Haltet euch fest. Ich habe eine größere Mülltonne gefunden. Der Becher passt perfekt in die Ecke. Nein, ist das Kaffee? Trinken Sie jetzt Kaffee? Wer würde das bitte schön in seine Wohnung stellen oder Haus? Trinken Sie jetzt Kaffee. Ich trinke Kakao. Es muss aussehen wie Kakao, nicht dass ihr denkt, das ist Kaffee. Hä? Ja, was? Wie sieht ein Kakao doch auch? Sieht genauso aus wie ich? Jetzt bin ich mir wirklich gespannt. Strohhalm-Check. Ich vertraue euch, wir machen Design Nummer 1. Okay, es sieht schon so aus wie ein Becher, aber... Ich gehe runter, ich hole nur die Farbe, ich lasse mich nicht ablenken. Der Riesenwaran. Australiens größte Eidechse ist auf der Suche nach... Denkt ihr das gleiche wie ich? Das wird und nicht so aussehen. Sahne. Ich habe so Bauschaum besorgt. Safe wird es ein Teil 2 geben. Welche Erfahrungen haben Sie mit Sahne gemacht? Digga, so viel Kacke, wie die trinkt und was auch immer. Zeig uns den Kackbecher. Das Endresultat. Ich will nicht ein Teil 2 sehen. Jetzt kommt noch Sahne oben drauf. Ja, das reicht. Der Schaum muss trocknen und morgen können wir es anmalen. Das sieht katastrophal aus. 3, 2, 1. Alles muss versteckt sein. Emilia, ich hab dich. Hä? Das kann ja nicht sein. Doch. Nein, du hast geschummelt. Zähl es nochmal. Ich zähl nicht nochmal. Doch. Jo, wo war der beste Versteck? Also ich bin immer hinterm Baum gewesen. Die haben mich nie gefunden, wenn du verstehst, was ich meine. Lacht jemand? Okay, dann lass jetzt aber Fangen spielen, dann fange ich auch. Okay, let's go. Hab dich! Wir spielen jetzt was anderes! Digga, ich hab das sowas gehasst. Sowas von gehasst, wenn jemand besser in einem Spiel war wie ich. Ja, wir machen jetzt ein anderes Spiel. Und ich war nie besser als die Person. Wie? Ja, ich hab dich gleich eh nochmal. Hallo, das ist unfair. Wir haben nicht gesagt, dass das sick ist. Wir haben das nicht gesagt. Also so hab ich noch nie geschrien, Digga. Aber ich kenne die Leute. Deswegen muss ich lachen. Hallo, wir haben das nicht gesagt. Mülleimer ist zick! Mülleimer ist zick? Wie haben wir das früher genannt? Mülleimer ist Safe Place oder so. Ich gleich. Stopp! Trinkpause! Leute, diesen Becher findet ihr im Shop und den Link dazu findet ihr in Justins Bio. Bro! Nein! Die haben einfach eine komplette Werbung gemacht. Irgendwie W? Aber irgendwie... Ich bin drauf reingefallen.
Wichtige Updates zum Sonnensturm heute Nacht, hör gut zu. Die NOAA hat die Prognose jetzt tatsächlich auf G4 hochgestuft. Sensationell, schreiben auch, es ist die erste G4-Prognose seit 2000. Also ich glaube, heute Nacht konnte man den Sonnensturm sehen und heute Nacht schon wieder. Also letzte Nacht, sorry. Letzte Nacht konnte man den Sonnensturm sehen und heute Nacht wieder. Also ich bin mal gespannt. Ich stelle mich heute Nacht mal raus, denn ich musste heute um 5.30 Uhr aufstehen. Mies kritisch. 2005, also seit fast 20 Jahren. Leute, das will was heißen. Also informiert jetzt eure Freunde. Wirklich einmalige Chance. Polarlicht. Leute, bei G4 wurden Polarlichter bis 45 Grad Breite beobachtet. Das entspricht der Höhe Mailand-Venedig. Wohnst du nördlicher als das, hast du gute Chancen. Und zum Schluss ganz wichtig, die Uhrzeit hat sich geändert. Wir sehen hier den Impact jetzt gegen 2 Uhr UTC, das entspricht 4 Uhr deutscher Sommerzeit. Boah, wer ist bitte schon um 4 Uhr wach? Welcher Mensch in Deutschland ist um 4 Uhr wach? Keiner! Informier jetzt rechtzeitig deine Freunde. Ich bin nicht um 4 Uhr wach und ich guck mir das auch nicht um 4 Uhr an. Ich leg, glaube ich, weißt du, was ich mach? Sollte, glaube ich, jeder machen. Legt euer Handy einfach raus. Mit Ladekabel, dauerhaft, einfach Videoaufnahme. Guckt, dass ihr genügend Speicher habt. Fertig. Also ich denke, ich stehe doch nicht um 4 Uhr nachts auf, um ein bisschen Licht zu sehen. Hallo? Starke Konsequenzen drohen für den Schiedsrichter Shimon Marciniak. Bro, ich weiß, ich habe die falsche Seite gerade geschlagen. Aber yo, was war das bitte? Wenn das kein wiederholtes Spiel gibt, also es gibt ein paar Gerüchte da draußen, dass das Spiel wiederholt wird. Bayern versus Real Madrid. Aber das ist Schlecht. Ich hab gekotzt. Der Schiedsrichter, der das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern verpfiff, sollte eigentlich das Eröffnungsspiel bei der EM zwischen Deutschland und Schottland pfeifen. Doch nach dem Skandal wird... Wow. Wer freut sich wirklich auf das Spiel Deutschland gegen Schottland, Bro? Deutschland gegen Portugal. Deutschland gegen Portugal. Frankreich. Wer wäre noch krass? Niederlande. Das sind so... England. Das wären so... Mannschaft, wo ich gesagt habe, Bro, das will ich wirklich pfeifen, aber Deutschland gegen Schottland? Wird daraus wohl nix. Wie die UEFA wohl entschieden hat, wird Shimon Marciniak das Spiel genommen und einem anderen Schiedsrichter zugeteilt. Ich sag ja auch so, wie es ist, Shimon Marciniak, Bro, fertig. Deine Karriere sollte ab sofort beendet sein. Du hast schon mega riesige Fehler gemacht in der WM. War das 2000? Egal, wo Messi Weltmeister wurde, Digga. So viele Fehler gemacht. Und jetzt das noch gegen Bayern? Ich sag nur, VR Madrid. Starke Konsequenz. Dieser Moment, wenn Väter nicht erkennen, dass die Tochter erwachsen wird. Wenn das die Tochter ist, das ist so ein Digga, die hockt schon wieder erwachsen, okay? Leo, komm mal bitte. Ah, ne, das ist die Tochter. Ja. Setz dich mal hin, wir müssen über was schwätzen. Entweder komm schon aus dem Saarland oder aus der Pfalz. Ja. Dein Sportlehrer hat angerufen und hat gesagt, du klagst alle 4 Wochen über Unterleibsschmerzen. Ja. Ah ja, und deshalb machst du am Sportunterricht mit. Was bedeutet das? Unterleibsschmerzen. Ist das weiblich? Wie weiblich, Leo? Wir müssen zum Arzt, dann muss man gucken, was los ist. Hat der Sportlehrer gesagt, wir sollen zum Arzt? Ja, der macht sich vielleicht auch Gedanken. Männer. Oh yeah. Du und der Sportlehrerseite aber einer ganz großen Sache auf der Spur. Und einer ganz falschen Sache. Mein Schatz, ich schreib dir Entschuldigung. Um was geht es, Digga? Um was geht es? Die sagen Männer, wir sind dumm. Ich muss noch kurz was. Prank an Verlobten? Irgendwo mein Haarspray, aber ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Ja, übertreib doch nicht, Digga, das war nur eine Tasche. Was du? Entschuldigung, das war nicht mit Absicht. Können wir nicht einfach los, wenn du deine Tasche hast, dann hast du doch auch alles. Dem weiß ich auch nicht. Zwei Taschen? Wie viele Taschen haben Frauen, bitteschön? Tasche, die in meinem Outfit passt. Also willst du mir sagen, die Rückbank ist die Taschenbank? Vielleicht die hier. Drei Taschen? Und sein, das Wasser aussprudelt. Klar. Nee, die war's nicht. Nein! Warum gegen meine Fresse? Drei Taschen? Lass die vorne! Ist das jetzt die vierte Tasche? Und du willst mir erzählen, dass das ein Prank ist? Kein Mensch auf diesem Planeten hat 4 Taschen dabei. Im Auto. Nee. Ich trau einfach nur Wasser.
5 Taschen? Und dann nicht so... Im Auto spritzt die sich an. Welche findest du fast besser? Die hier oder eine andere? Die. Für die fahren jetzt nicht. Nein! Grün! Oh, ich weiß nicht. Mit 5 Taschen unterwegs? Mies kritisch. Also, du kommst nicht mehr nach Hause. Paul liebt Frau Bauer. Das ich hasse total Deutsch. Nachvollziehen. Das gibt direkt einen Punkt. Frau Bauer, ja, so ungefähr sieht die aus. Diggi, der will damit toll sagen, dass Frau Bauer gut aussieht. Super. Eiskugel? Nee, Sonnenfinsternis oder so. Das ist ein Sonnenuntergang. Digga, was war das für ein Strich? Sonner? Funtergang? Kann da gar nichts lesen. Bitte meine Schrift, das gibt minus einen Punkt. Kotwurst, das ist eine... Kotwurst? Bratwurst. Schade. Hund! Hund! Falsch, das ist ein Pferd. Pferd. Wird nicht Pferd mit D geschrieben? Pferd. Ich bin selber verwirrt. Schade. Du. Kaka. Schade. Seestern. Okay, 0,5 Punkte. Okay, ein Punkt. Okay. Schenke ich Frau Bauer, da wird sie sich freuen. Es gibt 2 Punkte, sehr kreativ. Stockente. Stock. Ende. Ente. Und das ist eine. So, neuer Alexa, Vater, wenn die mir auf den Sack geht, hat sich ein neuer Alexa gekifft. Der Besen steht im Schrank. Nicht dein Ernst. Kleiner Spaß, was kann ich für dich tun? Das Einbrecherabwehrsystem. Wenn ein Einbrecher kommt, sag ich, verpiss dich, wir wurden schon ausgeraubt. Genau. Alexa, sag mal, verpiss dich, wir wurden schon ausgeraubt. Sorry, kannst du das nochmal sagen? Und wenn er nicht geht, sag ich, verpiss dich, du alte Butterbirne. Sehr gut. Also, Einbrecherabwehrsystem aktivieren. Einbrecherabwehrsystem aktiviert. Also dann, ciao. Alexa, Einbrechersystem aktivieren. Da bin ich mir leider nicht sicher. Bro, was ist mit meiner Alexa los? Ciao. Sie haben sich eine neue Alexa gekauft. Es gibt wieder was zu holen. Na dann schnell hin. Sie haben sich echt wieder alles besorgt. Halt, verpiss dich, wir wurden schon ausgeraubt. Ich bin Alexa, alles gut. Noch eine Alexa, ich hab hier mal gewohnt, hab nur ein paar Sachen vergessen. Okay, kein Problem, du alte Butterbirne. Naja, dann alles einpacken. Seit wann redet Alexa so? Meine macht das gar nicht. Was für eine Version hat denn der, bitteschön? Alexa, sind wieder... Ich rast komplett aus. Also ich glaube, du solltest auf die Switch wechseln, denn die habe ich immer noch. Alexa! Oh Mann, wie ich das vermisst habe.